Wurgal zu unserer krassen Aufnahme hier, Leute! Ja. Hey, Klorm, du bist nicht. Hey, Klorm, du bist nicht. Doch, du bist rot. Alter, das klang gerade richtig wie das in Trouble in Terrestown. Jo. So. Jo, Alter, dem einen Typen folgt einfach ein Wagen. Ja, das ist der VW-Bug. Das ist der VW-Bug. Jo, der andere Enderman hier, der hat einfach ein. Es gab gerade drei Endermen. Ein weißes Pferd. Es und gab ist ein Mädchen. Oh. Ein Mädchen mit einem weißen Pferd. Richtig krass, ja. Aber die hat Enderman, wie ich. Wir hatten gerade drei Endermans hier. Ach, wir haben so viel gemeinsam. Oh, sexy. Boo! Sexy! Oh, komm, grüner Käse! Ich bin unter den anderen und ich bin gleich selber tot. Was? Scheiße, ich glaube, ich sterbe. Oh nee. Komm her! Ich darf nicht sterben. Oh, ich darf nicht sterben, bitte nicht! Nein! Ich verliere mal mehr Leben, ich muss Suppe essen. Komm her, Clemens! Kannst du weiterhalten? Wo? Weil ich hatte dir doch gerade was gegeben. Hier, Clemens, warte! Ah, ja, ich will fast alle Leben. Geil. So, ich bin erstmal gerettet fürs Erste. Oh, das Game ist so actionreich. Aber wenn das so ein bisschen laggy ist, dann ist das ein bisschen. Hallo, ich glaube, einer von uns wurde umgebracht, so. Oder? Weiß. Ja, einer. Ja, natürlich. Aufpassen. Soll auch anstrengend sein, ja. Aufpassen, Gelb von hinten. Ja, genau. Ich werde von allen Seiten abgeschossen. Willst du mich irgendwie verarschen? Ja, ich habe einen Grünen umgebracht. Ich habe aber nur noch drei Herzen. Und immer effizient. Grün, komm her, ich bin noch Medic. Ja, Max, hier. Hey, Leute. Nein, komm, warte. Ich hab gleich. Ja. Hilfe. Was? Ich versuch's, ich treff den nicht. Oh, Mann. Den blauen? Alter, wir sind nur noch fünf. Wir müssen mal. Alter, nicht schon wieder, da oben ist ein Grüner, wisst mich verarschen. Komm, damit sind wir das weit beste Team, bis auf Geld. Das ist hässlich, dass da immer irgendwelche Grünen oben rumkämpfen. Alter, naja. Grün ist aber auch 5. Also eigentlich. Nee, grün ist hässlich, dass da oben welches. Ja, aber ich meine, wir sind. Naja, wir sind das. Ja. Ich hab den runtergeschossen. Ja, so stimmt. Gut sind wir gerade nicht. Naja, aber nicht schlecht. Also ich will damit nur sagen, wir sind jetzt nicht so wichtig. Wir sind nur. Alter, ich werde von irgendjemandem übelst angegriffen. Komm her. Scheiße, der Gelbe. Nein! Ich versuch den auch zu treffen, aber bei mir leckt. Pass auf, hinter uns. Hey, hinter uns ist doch gar nichts. Da war gerade was. Ich habe ziemliche Internet-Lags. Ja, er ist tot. Ja, ich habe ihn gekillt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Mr. Cool Guy killed by Raffle. Plus oh, yeah! Oh, je, die Let's Plays werden immer crazier. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht sein sollte. Ich weiß es auch nicht. Ernsthaft, Mann. Okay, jetzt sind wir, glaube ich, wir sind das beste Team. Das ist schon mal schön. Wir fehlen ein paar Leben so. Ja, aber jetzt sind wir das beste Team. Ja, wir sind jetzt schon seit längerem das beste Team. Das hat Max auch schon vor Ewigkeit gesagt. Vor Ewigkeit, das war vor 2 Sekunden. Das sind im Game Ewigkeiten. Also, als Zocker ist das immer Ewigkeit. Ja, als Zocker ist alles, was mehr als ein FPS ist, eine Ewigkeit. Das bedeutet, bei meinem krassen Laptop ist ein FPS eine unendlichste Sekunde, ne? Hat ja unendlich viele FPS. Alter, Grün, jetzt stirb doch mal. So. Nein! Hilfe! Was Hilfe! Denn? Wo bist du denn? Alter, okay, jetzt leckt's richtig. Ja, geht eigentlich alles. Wo bist du denn? Raff, wir können auch so unterstützen. Ich bin noch nicht tot, aber gleich. Alter, ich hab noch ein Herz. Raff, komm her. Ein Herz. Ho! Achso. Ja, ich hab überlebt, Alter. Gedrückt, Leute. Dank deines guten Medics. Du hast doch... Nein. Die Gelbe. Wo bist du denn? Raff, komm wieder zurück. Komm zurück. Nein, ich hab noch ein halbes Herz. Komm zurück. Halbes Herz. Jawohl, Raff. Dann komm zurück. Ich treff den Typen die ganze Zeit nicht. Raff, komm her. Ich hab noch was für dich. Hä? Ja, geil. Alter, wie schlecht ist das? Ah, ich hab ein Geduld. Endlich. Okay, keine Grünen mehr. 3 gelbe, 2 blaue, das sollten wir handeln können. Vor allem, weil die Gelben und Blauen sich gerade gegenseitig fertig machen. Ja, das ist effizient. So, 16 Snowballs sind schon wieder geladen. Na komm, Alter.
Ich krieg den gerade auch nicht, den einen Typen. Ah, endlich! Gelber, der rennt irgendwie dahinter. Ich weiß nicht, was er da hinten will. Ah, scheiß drauf. Weitstrecken. Weitstrecken, Alter. Weitstrecken! Strecken, Weitstrecken. Ich schaff's auch nicht mit 16 Bällen mal einmal zu erreichen. Ah, jetzt stehen die Player schon ein. Ich muss sagen, dass... Hat 16 Bälle. 16. Ich auch. Oh Gott, so ich hab 18. Jo, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Insider-Jokes. Wobei, das sind nicht immer so insidermäßig. Die sind aber ziemlich Outsider schon. Aber, was denn? Alter, von der Seite, aber ja, von der Seite. Ey, mein Kill, mein Kill. I've got balls of steel im Vatikan. Das ist ein Insider. Ja, Alter. Das ist wirklich ein Insider. Ein Freund von uns, der hat halt einfach mal alles sein Metallzeug abgelegt. Und die, also, Scanner haben ihn immer noch nicht erkannt. Man muss sagen, immer erkannt. Also, Haben ihn immer noch nicht erkannt. Wenn man halt rein will, muss man ja durch solche... Sicherheitsscanner. Wie so im Flugzeug halt. Sicherheitsschranken. Auch. Genau. Und der hat wirklich, der hat alles, der hat seinen Gürtel abgelegt, alles. Hatte auch keine Metallknöpfe an der Hose oder so. Und hat... Das wurde immer noch. Ja, ja, gehört. Immer gepiept. Und da haben wir ihm vorgeschlagen, er soll sagen, I've got balls of steel. Genau, das ja, ist schon ziemlich genial. Okay, schnell rutschen. Vielleicht hat er wirklich balls of steel. Schnell rutschen. Das wäre auch mal geil, sich dort Clemens, als Terrorist... Rot. Sozusagen, I have balls of steel. Und Alter, mein Mylium ist schon leer. Ich hab noch was. Wie in einem Anime, wo die aus ihrem Rock immer so eine Gun rausholt. Hey, in dem einen was? Was war das? Fail. In dem einen Anime hat die immer unter dem Rock irgendwie so eine Gun gehabt. Ja, ich habe auch in meiner Hose einen Gun. Einen Gun, aber einen das Gun. Ist wirklich so eine aufstellbare. Ja, die ist schamhaftmäßig schon aufgestellt. Es sah aus wie so ein Sniper und hat dann so zwei Füße. Ja, halt wie so eine Sniper-Gun, die halt aufgestellt ist. Ja, aber das sah ja richtig komisch aus. Aber so in meiner Hose ist auch eine Sniper-Gun, die... Ihr könnt ja mal erraten, welches das ist. Zu schlecht. Der Witz ist zu schlecht. Ihr könnt ja mal erraten, welches es ist. Okay, Okay, sei mal kurz rein. Das kriegst du nicht hin. Ratet einfach mal, welches es ist. Okay, wette, ich schaff's nicht. Keine schlechte Witze hinbekomme. Keine schlechte Witze hinbekomme. Aber warum wetten wir? Also, ich meine, warum wetten wir um einen Schluck Monster? Alter, ich habe kein Monster mehr, also ich würde gerne machen. Keine schlechte Witze mehr bekommen. Ja? Gutes Deutsch. Keine schlechte Witze herbekommen. Deine gute Deutsch, deine gute Deutsch. Schlechte Witze definiert. Du bist ein schlechter. Dann ist es so richtig, ein richtig hochqualifizierter Witz, meiner Meinung nach. Wisst ihr, mit solchen Leuten muss ich mich jeden Tag abgeben. Schlimm, oder? Das habe ich leider gehört. Das muss ich, ja, ich habe alles gesagt. Penis! Nee, okay, so. Wir sind 5 von 24. Ich glaube, die Sache mit den schlechten Witzen ist schon verloren. Nee. So, okay. Schlucken Müll von dir. Nee, das war nicht ausgemacht. Ich habe mal gesagt, nee, ich hab's aber dann abgelehnt, hast du gesagt. So, okay. Also, ich würde sagen, ich habe ein tolles Kostüm. So. Oh. Richtig krass. Geht's dir gut? Okay, ich turbel mal eine Runde so. Eine Cat habe ich auch, aber ein Pumpling habe ich nicht. Woher kriegt man einen Pumpling? Den habe ich vom Halloween Special 2014. Ja. Den hast du auch irgendwo gehabt. Nein, Christmas Elfen. 2014 war Raff? Doch, 2014 war Raff auch. Nein. Hey, was habt ihr eigentlich? Habt ihr gewonnen gegen den Pumpkin King eigentlich schon mal? Ja, natürlich. Christmas. Achso, den gegen den Christmas King? Nee, wir haben nur bis jetzt eine Runde gespielt. Ey, das müssen wir unbedingt dann noch aufnehmen und den gewinnen. Ja, wir müssen den gewinnen. Ja, ich will mal wissen, was wir da bekommen. Stark Ding in der. Alter, was geht mit meinem Pferd ab? 36 Sekunden. Er hat das gemacht. Er hat das gemacht! Jetzt können wir wieder vorspulen hier diese Zeit. Oh. Besonders weil Raph jetzt auf Toilette ist. Oh, warte mal, Raph, wie war das mit den schlechten Witzen? Ja, sie haben das sowieso nicht gehört. Trotzdem, ob sie es gehört haben oder nicht, es war trotzdem ein schlechter Witz. Alter, mach deine Hose zu! Mach deine Hose zu! Meine Hose ist zu, Junge. Max, schlechte Witze. Ey, ich hab gesagt, wir müssen die Zeit mit Penis nicht mitnehmen. Alter! Junge!
Ja, wahrscheinlich durch. In your face. Fight, my friend. My friend, I'm fighting. My friend. Not yet fighting, but I'm fighting now. Du fighting. I am fighting. Das wäre so schön gewesen, wenn wir den jetzt gekriegt hätten. Ah, scheiße, ich darf nicht riskieren. Das ist leider doch ein bisschen zu viel. Das Guten. Ja, stört ihr uns nicht hier weg. Ja, genau das. Willen kann. Mobdüllen. Mobdüllen. Finally mit V. Was? Mobdüllen? Bobdüllen. Mobdüllen, Alter. Nein, Bobdüllen. Weil wir haben einfach, ja, to die ist ja einfach schon seit langem. Düllen. Düllen? Ja, natürlich schon seit langem. Geduld gestorben. Wir haben ja, wie gesagt, schon unsere eigene Sprache entwickelt, für, um vor allem ja, gegen die in Lehrer, der apokalyptischen Welt sich informieren zu können, ohne nein, dass der um gegen Lehrer. Und das ist, also das bedeutet, es ist eigentlich eine apokalyptische Welt. Lehrer ist gleich Apokalypse. Lehrerapokalypse, da sieht man so Lehrer-Zombies, die einfach Leute, zu viel unterrichten. Ihr wisst schon noch, dass ich Lehrer werden will. Aber gut, ich wäre ja ein Autor. Alter, mein Geschichte, mein Rallye-Lehrer ist richtig cool, da müsstest du einer wie es der werden. Gibt wirklich richtig Herr Nicht ist der einzige wahre Lehrer. Nein, mein Rallye-Lehrer ist so geil. Mein Rallye-Lehrer ist so geil, der mobbt, also na gut, er mobbt nicht Schüler, aber das ist einfach so. Na, das geil. Ist nämlich scheiße, Lehrer, die Schüler. Nein, das ist auf eine funny Weise. Ja, zum Beispiel, einer, der Krücken hatte, weil er sich ein Bein gebrochen hat. Den hat also, der hat so den Lehrer gefragt, dürfte ich bitte auf Toilette gehen? Und weil der Lehrer sagt natürlich, warum nicht? Und da geht er, nimmt er seine Krücken und will aus der Tür gehen. Und dann sagt der Lehrer so, das nennst du gehen? Das ist funny einfach. Die haben natürlich alle gelacht und er hat dann so gesagt, ja, eigentlich dürfte ich das jetzt als Lehrer nicht sagen, aber was ist scheißegal. Nein. Oh, wo fuck, bist du, wo bist du, wo weg, bist du, wo bist du? Ich sterb gleich weg. Clemens! Komm her! Hör auf, kann ich sterben, Junge! Wo bist du denn? Auf, sie stirbt nicht, ich höre gerade nicht. Clemens, ich komme! Ja, ich bin jetzt oben, auf dem Teil hier oben, aber ich. Sieht schon gut aus, sieht schon gut aus. Ja, das war dumm, ich bin hier runter. Die Pup 200 kämpft hier gerade gegen mich, ja. Der komm her, komm her, komm her! Das ist gut. Och, Mann! Ah, sorry, ich. Ich. Fuck, vielen Dank. Ja, Chloe, den hab ich. Oh, Ref, der Held des Tages. Ich hab Clemens einen Kill weggeschnappt, den ich deshalb behält. Ja. Und du hast ihn gerettet. Brauchst du Hilfe? Hero. I wanna be a hero. I wanna be a hero. Alter, hero, ich treffe auch heute. Ich treff auch heute gar nicht, weißt du? I wanna be a hero. Ja, gedeiht. Also, good old Monster Cat Podcast. Nicht Monster Cat Podcast, überhaupt Monster Cat Song. Ja. Für die, die es nicht wissen, aber das sollten eigentlich alle EDM-Leute wissen. EDM-Leute. Naja, ist doch so. Ja, und ich hoffe mal, unsere Zuschauer sind ja alle EDM-Pro. Monster Cat ist ein YouTube-Kanal, der richtig geile Musik hat. Das müssen eigentlich alle kennen. Naja, nicht alle. Das kennen manche bestimmt nicht, aber der Kanal ist einfach so episch. Oh, wir sind jetzt wieder die und die mit dem meisten. Ja, richtig, wir sind richtig die Elite. Jetzt haben wir schon. Wir sind richtig die Elite. Wir sind richtig Elite. Richtig die Elite. Ja, seid alle übelst die Buhlen. Besonders komisch kommt mir das vor. Ich bin voll 1337. Alter, besonders kommt mir das jetzt komisch vor. Besonders kommt mir das jetzt komisch vor, weil wir vor kurzem Rallye-Unterrichten die Napola geguckt haben. Nee, ich meine, es gibt so richtig viele kleine Noobs, die einfach so, ich bin voll 1337, du so voll der Buhn. Der Buhn ist ja einfach Noob. Umgekehrt. Alter, der soll mal ab. Der Gelbe doch direkt nicht, ne? Das ist ein bisschen scheiße. Der Gelbe. Ah! Oh nee, Max hat den Gelb. Ja! Mann, warum? Told you! Weil ich einfach mal cool bin. So. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns dann später mal wieder in einer anderen Runde, nämlich in Snowfight. Nicht Snowfight, nein, nicht Snowfight. Christmas Carol. Christmas Carol? Christmas Carol. Carol, oh Gott. Ja. Das haben wir jetzt in Englisch unterrichtet. Carol, dann, wie ist es? Robert Carol, genau. Robert Carol. Okay, Alter. Bevor die Aufnahme hier zu bescheuert wird, wir sehen uns. Bye, bye.